wirklich sehr angenehmes Gefühl, hier so zu stehen. Ne? Kennt ihr doch bestimmt, oder? Hello, darkness, my old friend. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute testen wir Plus-Size-Mode von dem Online-Shop SheGo. Ihr habt mir das im letzten Jahr gefühlt so häufig empfohlen. Und ich möchte das so ein bisschen im Vlog-Format machen. Heißt, ich nehme euch jetzt einfach mit, wie ich da rumstöbere und dann gucken wir mal, was ich bestelle. Als Videofrage möchte ich heute von dir wissen, an welchem Tag und um welche Uhrzeit du dieses Video guckst. Das würde mich mega interessieren, damit ich so ein bisschen weiß, wann vielleicht die meisten einschalten und woran ich mich vielleicht so orientieren kann. Ganz viel Spaß. So, das ist jetzt auf jeden Fall die Seite. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Ich bin jetzt direkt auf Jeans gegangen und dann auf Skinny Jeans. Also ich muss sagen, mir fällt auf, dass hier halt wenig Jeans mit irgendeinem ausgefalleneren Schnitt sind. Also die sind wirklich alle total einfach geschnitten und auch meistens einfarbig. Boah, 80 Euro. Ich muss sagen, das ist schon viel. Aber die hier sieht eigentlich echt gut aus. Die macht wohl auch einen sehr guten Hintern mit Push-Up-Effekt. Oh, shitte. Die gibt es nicht in meiner Größe. Nein, okay. Och, Manu, das ist einfach alles ausverkauft. Es ist echt schwierig jetzt gerade eine Hose zu finden, die irgendwie, die ich noch nicht so habe und die halt irgendwie cool ist. Okay, also ich habe jetzt eine Hose. Das ist jetzt hier diese hier. Ja, und die gibt es zum Glück noch in 44. In der Größe werde ich sie nämlich mal nehmen. Bin gespannt, ob das überhaupt passt. Und ich habe hier gerade nochmal Destroyed Jeans eingegeben und da kommen halt echt so Hosen. Also nichts gegen die Marke oder so, ne? Aber ich finde das so komisch, so eine Hose hier zu machen. Also so, wisst ihr, was ich meine mit diesen... Also ich finde, nur wenn man so ein paar Patches drauf macht, ist es nicht gleich so eine moderne Hose. Gleiches Problem habe ich gerade bei den Kleidern. Ich habe gerade geschaut und irgendwie, also ich habe das, es gibt hier so, so Filter, ne? Und ich habe dann hier eingegeben, kurz, mittel, kam, Ausschnitt, V-Ausschnitt, eckiger Ausschnitt, dann Preis und den Figurtypen. Und das, was hier rauskommt, finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Ich finde, es wirkt nicht wirklich altbacken oder so, aber die Schnitte gefallen mir nicht. Also die Schnitte sind alle immer so ohne Ausschnitt und ich bin jemand, ich finde ein schönes Dekolleté wirklich schön. Also ich finde nicht, dass eine Frau, eine Plus-Size-Frau sich komplett hier so, also alles immer so tragen muss. Ich weiß, dass viele Plus-Size-Frauen eine sehr, sehr große Brust haben, aber halt eben nicht alle. Also ich habe mir jetzt dieses Kleid ausgesucht. Das ist auch reduziert zum Glück. So sieht das aus. Ich mag es halt, dass das so ein bisschen Ausschnitt hat, beziehungsweise dass es so einen Ausschnitt andeutet. Aber in den anderen Farben sieht das irgendwie echt ein bisschen langweilig aus. Ich bin hier gerade auf der Kategorie Partymode, Leute, und das ist für mich keine Partykleidung. Das sind für mich süße Kleidchen, aber die haben auch alle nicht so einen Schnitt, wie ich den bevorzugen würde. Freunde, mir gefällt ehrlich nichts. Ich bin jetzt hier schon auf Seite 4 von den Blusen und ich habe noch keine Bluse gesehen, die ich kaufen würde. Da bin ich auch schon wieder, meine Lieben. Wir haben heute Mittwoch. Ich habe am Montag bestellt und meine Bestellung ist tatsächlich heute angekommen, obwohl ich nur den Standardversand gewählt hatte für 4,99 Euro, glaube ich. Und das finde ich mega. Ich hatte nämlich kurzzeitig überlegt, ob ich nicht diesen Expressversand wählen soll. Habe es aber dann gelassen, weil es war mir ein bisschen zu teuer. Und die Sachen sind einfach doch jetzt schon da. Was ich auch noch mega gut finde, ist, dass wenn mir jetzt Sachen nicht gefallen, ich die kostenlos zurückschicken kann. Zwar zahlt ihr halt für Versand, aber ihr könnt es wenigstens kostenlos zurückschicken. Das ist schon mal ganz nice. Ich würde sagen, wir starten mit dem Kleid. Genau, es ist ein Jersey-Kleid in Schwarz in Größe 44. Steht hier auch nochmal alles drauf. Qualitätsmäßig muss ich sagen, dass es gut aussieht. Also ich sehe jetzt hier nichts, irgendwie was rauskommt. Es fühlt sich auch nicht schlecht an, sondern auch so, wie ich es erwartet habe. Riecht ein bisschen komisch, aber so wie neue Sachen halt riechen. Das sieht eigentlich alles ganz süß aus hier mit den Schildchen und so von SheGo. Ich finde, es sieht eigentlich richtig gut aus, aber es sieht sehr groß aus. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht liegt es voll gut an. Ich würde sagen, wir schauen es uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Das ist das Kleid, meine lieben Freunde. So, ich drehe mich mal. An sich muss ich sagen, dass das Kleid eine schöne Linie hat. Also es fällt wirklich sehr schön, fühlt sich gut an auf der Haut und... Ja, was ich schade finde, ist, ich dachte, dass diese Schnur hier, dass man die halt ein bisschen öffnen kann. Allerdings ist hier hinter so ein Stoffding, heißt,
selbst wenn du einen größeren Ausschnitt haben möchtest, kannst du es nicht haben. Und das war ungefähr bei allen Kleidern auf dieser Seite der Fall, weswegen ich das halt, ich finde es halt ein bisschen blöd, weil ich will ein bisschen Boobies zeigen, also, hä? Wenigstens so ein bisschen was, ich finde es halt einfach zu wenig, keine Ahnung. Ich denke, 42 hätte mir auch gepasst und wäre auch nicht eng gewesen. Es haut mich halt einfach leider nicht vom Hocker. Ich werde das auf jeden Fall nicht behalten. Als nächstes habe ich hier diesen knallblauen Rock. Ich finde, der sieht so geil aus von der Farbe. Wow, ich denke, das steht vor allem blonden Frauen richtig, richtig gut. Also auch egal, welche Haarfarbe ihr habt. Aber ich denke, blond sieht mit so einem Blau immer sehr, sehr schön aus. Ich muss mal gucken, ob ich da wirklich reinpasse mit meinem Hintern. Aber sieht auf jeden Fall sehr schön verarbeitet aus. Gefällt mir sehr gut. Und die Länge sieht auch vielversprechend aus. So, das hier ist der Rock und ich habe irgendwie gemischte Gefühle. Also erstmal habe ich den hier so geknotet, dazu ein weißes Top kombiniert. Das ist ja Größe 44 und der passt wirklich perfekt. Also ich kann da nicht so viel reinstopfen, das wäre sonst wirklich zu eng. Also es ist echt perfekt einfach. Der sieht qualitativ wirklich hochwertig und gut aus. Also so sieht das jetzt zum Beispiel von der Seite aus. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich krass meine Farbe ist, ob ich den wirklich haben will. Aber ansonsten habe ich an dem wirklich nichts auszusetzen und gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich hier die Hose als nächstes. Muss aber sagen, oh, das ist ja komisch, was ist das denn? Sieht aus, als hätte die Hose hier einen Fleck. Ich zeige euch das mal von nahem. Das sieht irgendwie echt komisch aus hier gerade. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Fleck ist oder ob das einfach die Waschung ist. Boah, kann sein, dass ich da nicht reinpasse. Ich finde jetzt nämlich die Hose im Vergleich zu den anderen Sachen sieht eher klein aus, aber auch sehr gut verarbeitet, also wirklich schön. Ja, dann hier unten nochmal so eine Waschung, so eine andere, finde ich auch echt schön. Und das war somit die einzige Hose, die, finde ich, so einen etwas ausgefalleneren Schnitt irgendwie hatte. Den Rest fand ich ja wirklich sehr langweilig, aber ich bin gespannt, ob die wirklich passt. Okay, Freunde, diese Hose, sie will einfach nicht... Ich würde euch jetzt gerne meinen Arsch zeigen, aber kann ich jetzt natürlich nicht. Also nein, ich würde euch gerne zeigen, was ich meine, aber kann ich natürlich nicht. Ich meine, ja, ich habe einen Booty und ich trainiere meinen Booty extra, damit er noch mehr steht. Aber das ist deprimierend. Weil hier sieht das... Es fühlt sich sehr, sehr stretchy an. Deswegen ist meine Vermutung, dass es vielleicht noch gehen würde, aber eigentlich nicht. Es ist irgendwie echt komisch. Wirklich sehr angenehmes Gefühl, hier so zu stehen, ne? Kennt ihr doch bestimmt, oder? Hello, darkness, my old friend. Und dann habe ich hier noch so ein rotes Oberteil bestellt, was halt sehr süße Ärmel hat, deswegen habe ich es genommen. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir nicht so gut. Könnte schön sein, aber sieht, finde ich, auf den ersten Blick etwas billig aus, muss ich sagen. Ich habe das jetzt, wie ihr sehen könnt, mit einer Blue Jeans kombiniert. Die habe ich euch auch in einem meiner letzten Videos vorgestellt. Das ist übrigens eine 44 und die hier sitzt perfekt. Genau, ich würde das so tragen, dass ich das halt hinten nicht über den Booty fallen lassen würde. Vorne würde ich es aber schon so fallen lassen, wegen Wilma. Also, ich hatte am Anfang die Befürchtung, dass der Stoff mir nicht gefällt. Das stimmt so nicht ganz. Der Stoff fühlt sich gut an, auch auf der Haut hochwertig und jetzt nicht irgendwie billig oder so. Was ich aber sehr, sehr schade finde, das hier ist so ein Stoff, der kriecht in jede verdammte Speckfalte und zwar so richtig. Ich finde, es ist teilweise sogar zu groß. Wenn ihr ein Fan davon seid, go for it, aber irgendwie gefällt mir einfach diese Kombination aus der Farbe nicht und dann halt dieser Stoff, der komplett sich, seht ihr das, überall so hinlegt. Das gefällt mir auch nicht. Kommen wir dann auch schon zum Fazit. Würde ich nochmal bei Shego bestellen? Ich denke, die Antwort ist eher nein. Nicht, weil ich alle Teile schlecht finde, das habt ihr ja jetzt gesehen. Es gibt Vor- und Nachteile, so wie in jedem oder so wie bei jedem Online-Shop. Aber dafür, dass ich wirklich lange, lange gebraucht habe, um 4 Teile zu finden, die mir gefallen, ist mir dann einfach doch, passt mir dann doch einfach irgendwie zu wenig. Es ist mir einfach zu viel Aufwand dafür. Ich finde, wenn man in andere Online-Shops reingeht, dann sind da etwas modernere Sachen, man findet schneller Sachen, die einem wirklich gefallen und oder zumindest bei mir so, um Gottes Willen, ich möchte nicht für alle sprechen. Aber der Preis ist fast so ähnlich wie bei anderen Online-Shops. Ich fand sogar die Hose relativ teuer, die war zwar jetzt reduziert, gut, gepasst hat sie trotzdem nicht. Vor allem, mir ist eine Sache aufgefallen, ich finde die Hose ist an der Taille enger geschnitten und geht dann
so ein bisschen weiter. Wisst ihr, was ich meine? Also wird dann so ein bisschen weiter. Wie oft kommt es schon mit Größe 44 vor, dass man einen flachen Bauch hat, aber dafür voll die Hüften? Also das haben ja wirklich die wenigsten Leute. Deswegen finde ich halt den Schnitt der Hose einfach etwas, ja, unpassend irgendwie. Und hätte mir einfach gewünscht, dass es hier an der Taille einfach ein bisschen weiter gewesen wäre, damit, falls man einen abstehenderen, runderen Hintern hat, man da auch locker reinpasst. Sonst hat die sich nämlich sehr gut angefühlt und das finde ich halt echt ein bisschen schade. Vielleicht war es aber auch einfach ein Fehlgriff. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich wirklich riesig drüber freuen. Und schreib mir mal deine Erfahrungen mit Plus-Size-Online-Shops oder generell Plus-Size-Läden in die Kommentare. Das würde mich auch sehr interessieren. Und ansonsten gibt es jetzt natürlich hier in der Seite ältere Videos von mir. Hier oben kannst du mich kostenlos abonnieren, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Und aktiviere auch sehr, sehr gerne die Glocke für eine Benachrichtigung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich auch schon in meinem nächsten Video. Ciao!